Zu den Hindernissen, die Sie hacken können, gehören Geschütztürme, Kameras und Roboter. Sie müssen nur das dazugehörige Sicherheitshub finden und hacken. Die Programme Übernehmen und Verstärken sind Ihre wichtigsten Hacker-Tools. Sie können diese durch Hack-Augmentierungen optimieren. Die Stufe eines Knotens bestimmt, wie schnell ihn das Netzwerk verarbeiten kann. Knoten höherer Stufe machen das System daher langsamer. Sie können das Netzwerk weiter verlangsamen, indem Sie Knoten verstärken, um so Ihre Stufe zu erhöhen. Außerdem können Sie einen Stoppwurm einsetzen, um den Suchprozess einige Sekunden lang völlig lahmzulegen. Darüber hinaus können Sie beim Übernehmen von Knoten das Nuke-Virus einsetzen, das die Gefahr, entdeckt zu werden, auf 0% senkt. Die Programme Nuke und Stop sind Viren, die beim Einsatz verbraucht werden. Ihr Vorrat ist begrenzt, also setzen Sie sie überlegt ein. Ein Zähler in der rechten oberen Bildschirmecke erleichtert es Ihnen, den Überblick darüber zu behalten. Es gibt drei Knotentypen, die Sie übernehmen können. Verzeichnisse sind bedeutungslose Datenspeicher. Ihr einziger Zweck besteht darin, Sie Ihrem Ziel näher zu bringen. APIs sind Systemfunktionen, die Sie gegen das Netzwerk einsetzen können. Sie können das Netzwerk verlangsamen oder Knotenstufen senken, um deren Übernahme zu erleichtern. Datenbanken enthalten wertvolle Informationen, die Ihnen Geld, Programme oder sogar Erfahrungspunkte bringen können. Auf dem System entdeckte Belohnungen gehören nur dann Ihnen, wenn Sie es hacken. Andernfalls können die Belohnungen nicht heruntergeladen werden und bleiben auf dem System. Abgesehen von Kameras und Türen können Sie ohne das entsprechende Augmentierungs-Upgrade keine Sicherheitssysteme abschalten. Puh! Das war einiges an Info. So, Lüftungsschächte sind immer gut. Dann kriege ich mal hier durch. Und prompt gibt es Erfahrungspunkte. Wie nett. Wo komme ich denn hier raus? Ah. Also von hier aus dem Fahrstuhl bin ich gekommen. Hier war dann dieser Gang. Hier irgendwo, hier oder so, glaube ich, ist eine Kamera. Hier ist jetzt vor mir der Geschützturm. Und in diesen Raum muss ich anscheinend rein, um den Taifun zu bergen. Und da hinten war so ein Raum, den ich noch aus dem Augenwinkel gesehen habe. Vermutlich ist da dann der Computer, um die Sicherheitseinrichtungen hier auszuschalten. Nun gut. Elektroschockpfeile, die nehme ich natürlich mit. Also ich glaube, die Geschütztürme, die sehen einen auch, wenn man vor ihnen rumturnt. Also die sind nicht irgendwie an die Kamera gebunden. Das heißt, das Ding muss ich irgendwie aus dem Weg räumen, dass es mich nicht sieht, weil auch wenn ich mich da hinten in dem Durchgang vorbei hechte, wird mich der Geschützturm sehen. Also auch wenn die Kamera sich zur Seite gedreht hat. Da hier anscheinend nirgends Gegner in der Nähe sind, könnte ich es mal mit einem Sprengsatz versuchen. Wie werfe ich den denn? So werfe ich ihn. Sollte ich mich aber aus dem Staub machen und ihn dann zünden. Sehr schön. Das war jetzt natürlich nicht mehr heimlich und leise, aber wie gesagt, ich sehe hier keinen einzigen Gegner rumlaufen. Es wurde auch kein Alarm oder sonst irgendwas ausgelöst. Das heißt, man hat mich nicht bemerkt. Trotzdem muss ich jetzt hier wegen der Kamera aufpassen.
die dreht sich genau in meine Richtung. Da blinkt auch noch was Verdächtiges. Der hätte mich auf jeden Fall gesehen, der Geschützturm. Kurz gucken, was es hier so gibt. Nichts. Da liegt doch was. Ein PDA. Nein, das ist das falsche Menü. Raubzug von Windmill an China Boy. Läuft alles bestens, Proxy. Musste fast nichts machen. Ist echt ein Wunder. Nur die Tech ist echt lahm. Aber jetzt wähl dich mal ein. Den Rest mache ich. Oh, und weil ich nett bin, habe ich die Mühle schon gehackt für dich. Login, die Dutchman. Passwort Windmill. Okay. Da wurde ein Zugangscode hinzugefügt. Wahrscheinlich für diesen Rechner hier. So ein Stoppwurm. Hier der Nuke-Virus. Die beiden Sachen, die in dem Tutorial erwähnt wurden. Und hier ist der Rechner, den man hacken kann. So, ich habe zwar das Passwort, trotzdem werde ich den hacken, weil das gibt ja auch nochmal Zusatzpunkte. Aha, das ist schon ein etwas größeres System. Hier haben wir so ein... Wie hießen die Dinger? Datenknoten oder so? Also da, wo es was zu holen gibt, da oben auch. Das hier ist eine Freigabe, eine API, eine Freigabe. Da hinten muss ich hin. Die Gefahr ist so groß wie bei den anderen Dingern auch. Na gut, ich sichere mal das Ding hier ab. Ah, knapp 30 Sekunden habe ich. Okay, der hat also die Einnahme der Datenknoten, macht der einfacher. Jetzt wird's aber knapp. Oh, das wird ziemlich knapp. Oh. Zugriff gewährt. 0,58 Sekunden übrig. Das war extrem knapp. Okay, das ist der Sicherheitsrechner. Hier kann ich nichts machen, ohne die entsprechenden Augmentierungen zu haben. Aber was ich machen kann, ist die Kamera abschalten. Zack. Muss ich da schon mal nicht mehr drauf achten. Könnte ich noch ein bisschen schauen. Ach, da liegt doch unter dem Karton noch ein E-Book. Schaue natürlich jetzt unter alle Kartons. Oh, das gab sogar Punkte. Erfahrungspunkte. Protokolle aus der neuralen Schnittstelle. Die Padded-Revolution von Hugh Darrow und erstaunlicherweise wieder drei Seiten. Von Hugh Darrow. Erstveröffentlichung im Neuro... oh Gott. Neuroprosthetics Journal Quarterly. Herbst 2010.
Vor der Erfindung der Padded-Elektroden durch Darrow Industries basiert nahezu sämtlich auf dem freien Markt erhältlichen Neurostimulationsgeräte auf dem Prinzip des Kontakts zwischen Metallelektroden und Nervengewebe. Je besser dieser Kontakt, desto leistungsfähiger auch das Gerät. So wurden beispielsweise weit über 10.000 Parkinson-Patienten Elektroden in die tieferen Hirnschichten implantiert, um den durch die Krankheit hervorgerufenen Tremor zu minimieren. Da das Gehirn über kein Schmerzempfinden verfügt, wird die Operation am wachen Patienten durchgeführt. Sobald die Elektrode sich an der richtigen Stelle befindet, hört das Zittern schlagartig auf. Unglücklicherweise sind Elektroden wesentlich unflexibler als das sie umgebende Hirngewebe und können deshalb leicht durch mechanische Erschütterungen des menschlichen Körpers beschädigt werden. Aufgrund dieser Tatsache führen sie häufig zu Gewebeentzündungen und glialen Pinealis-Zysten, welche nicht nur zu schweren Gewebeschäden führen können, sondern auch die Leistung des Geräts beeinträchtigen. Immer diese Fremdworte hier. Die Padded-Elektroden stellen einen revolutionären Fortschritt dar, weil sie sowohl aus leitenden Polymeren als auch aus lebenden Nervenzellen bestanden. Die verbesserte Biokompatibilität und elektronischen Signalübermittlungseigenschaften der leitenden Polymerelektroden waren auf die Lösung sämtlicher bestehender Probleme ausgerichtet und ließ auf eine neue Generation implantierbarer Elektroden hoffen, von der Patienten wie Ärzte gleichermaßen profitieren würden. Also man erfährt so ein bisschen was über diese Augmentierungstechnologie. Und mal wieder ist der Name Darrow aufgetaucht. Das scheint ein ziemlich genialer Wissenschaftler zu sein. So, hier ist die Kamera jetzt ausgeschaltet. Allerdings blinkt da immer noch diese Mine oder was das ist an der Wand. Deswegen gehe ich wieder hier durch den Lüftungsschacht. Ich habe nämlich keine Lust, die auszulösen. Wie praktisch, dass es an allen Ecken und Enden in den Gebäuden hier ungesicherte Lüftungsschächte gibt. Was liegt denn da? Geld. Okay. Dann geht es jetzt hier weiter. Hier scheint auch nichts zu sein, außer wo wir dann rein müssen. Na gut. Weg von der Konsole! Sofort! Sind Sie da? Wo sollte ich sonst sein? Geben Sie mir Sheriff, sofort! Adam, hier ist David. Haben Sie den Taifun? Ja, aber Sie hatten recht, dass noch mehr dahinter stecken muss. Ich habe hier nämlich einen toten Puristen mit hochinteressanten Gehirnimplantaten. Nicht anfassen! Wir brauchen einen Experten, der seine Neuralknoten rausholt, falls eine Sprengladung dranhängt. Verstanden. Was ist mit Sanders? Das SWAT setzt mich unter Druck, Sie reinzuschicken. Finden Sie ihn zuerst und kümmern Sie sich um ihn. Okay, das sah ja ganz so aus, als würde der hier von irgendjemandem ferngelenkt werden. Der scheint irgendwelche Heckimplantate zu haben, die von irgendjemandem übernommen wurden, weil es sah irgendwie nicht so aus, als hätte der sich wirklich freiwillig erschossen.